Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Arsch. Wir werden gleich Restarbeiten erledigen. Dazu werden wir gleich mal die Geräte wieder ausklappen, einmal entlassen. Das eins wäre dann eigentlich fertig. Gut, und nacharbeiten müssen wir meistens noch ein bisschen. Wenn ich so gerade aufschaue, sehe ich zwei Stellen, die wir gemacht haben müssen. Und alles machen wir meistens sowieso nicht, aber zumindest. Das meiste würde ich machen. Oh, 30 km/h. Hier ist wieder was verkehrt gegangen. Mod-technisch gesehen. Das machen wir auch Tempomat. Ein bisschen realistisch ist. 18 km/h hat es erlaubt. Die ganze Ecke werde ich nicht ranfahren, aber hier vorne, wo hier ein bisschen gepflügt ist und ein bisschen Rest noch vom Hopfen, da werden wir entsprechend aussehen. Vollgas zur nächsten Ecke. Ob unser Mais noch fertig wird, ich weiß es nicht. Aber das ist ja nicht so eine große Fläche. Von daher ist das nicht ganz so tragisch. Es gibt Schlimmeres. Aber hier können wir die Ecke mitnehmen. Kein Baum in der Nähe, wo wir uns festfahren könnten. Dann werden wir auf Feld 18 fahren. Der nächste ist fertig. So, zusammenklappen und dann geht's Richtung 18. Man sich machen ein bisschen besser. Nicht ganz so. Kann man bald ein bisschen Geräusche hören, ne? Vom Traktor und so. Feld Nummer 12 war noch gewesen. Gut, schauen wir her. Ja, da müssen wir was machen. Ob Weizen oder Gerste, muss ich mal schauen. Da wollen wir nicht überfahren. Die Silage läuft noch. So. Oh, mal kurz löschen, ne? Jetzt genau hier 18, der müsste auch fertig sein. Und drei Vorgänge waren? Ja, machen wir drei. Und schon fertig. Gucken in den Ecken. Naja, da wollen wir es tun. Da müssen wir es tun. Und es ist ärgerlich, wenn wir bei der Ernte dann nicht alles kriegen. Ne? Oh, Ecke gleich.
So viel ist gar nicht hier zum Arbeiten, aber gut. Ein bisschen ist immer, ne? Muss man im Prinzip einen intelligenten Fahrer haben, ne? Der das ein bisschen sieht und dann ein bisschen den Kurs anpassen könnte, aber das ist, glaube ich, zu viel verlangt. So, X, E. Gut. Und mal schauen auf Feld Nummer 12. So, da war Gras, ne? Jetzt habe ich Weizen. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 Weizen. Gerste habe ich nur 1, 2. Da kommt da Gerste rein. Dann mal gleich gucken, dass ich umstelle auf Gerste. Sonst vergesset nachher und ob ich mit einem Gerät fahre oder mit zwei, ich weiß noch nicht genau. Hatte die ganze Nacht Zeit, ne? 18 Uhr. Das hat gerade begonnen. Ja, der Stall ist hier, oder überhaupt der Hof ist performance-lastig, wenn man so sagen ist. Ich habe ein bisschen viel aufgebaut. Es können auch die Tiere sein, ne? Also die Tiere entsprechen jetzt immer stärker das ganze System belasten. Hat aber mit der Grafikkarte zu tun. Eher mit der Berechnung der Tiere. Hier wird es ja auch nicht besser. Aber rein optisch gesehen ist auch nichts zu merken. Das ist auch so, wenn ich ein Thumbnail mache von Tübingen, habe ich weniger Megabyte, als wenn ich ein Thumbnail mache von hier, von der Marsch. Ich habe ungefähr 2 Megabyte mehr pro Bild. Also hier sind es ungefähr 4 Megabyte und bei der Thüringer Karte sind es ungefähr 2,5 oder so. Aber auch weniger. Ist abhängig, wie man gerade fotografiert, ne? Da kann man durchgucken. So, ich überlege gerade. 12. Oh, 12. Verkehrt. Verkehrte Richtung, ne? Dann muss ich immer wenden. Und dann nehme ich mal die Straße rechts. So. Kommen wir auch hin. Dann wieder rechts. Links von der BGA vorbei. Und dann kommen wir da auch hin. Im Feld Nummer 12. Beim Flügen per Band gibt es auch Probleme, die erkennen sich nicht als Verbandfahrer. Zwar eingestellt, aber muss schon den zweiten ein bisschen kurz deaktivieren, dass der Abstand wieder größer wird. So, wir sind Richtung 12. Tank noch voll, ja, es geht noch. Weiß ich nicht genau, wie der Geomod von Dings war. Wegen Hopfen. So. Jetzt kommt hier Weizen rein. Ah, Weizen. So. Erstmal den alten Kurs löschen. Dann Kursgenerierung
12. Zwei Rundgewände, Vorgewände reicht. Ein Fahrzeug generieren wir mal gleich. Dann zurück. Und erste einstellen. Zur Not um den zweiten halt nacharbeiten. Ja, nacharbeiten ist gut. Gleich mit einspringen, und zwar einfach mittendrin mit dazu nehmen. Ne? So, gut. Die 24 gefällt mir zwar nicht, aber es war die andere so. So, was haben wir hier Schönes? So, Flug auf der 6, das klappt. Und 170, ist das vielleicht der... überstellt. Steht nicht ganz. Ist mir zu hoch. Auto, Arbeitsbreite ist klar. Der kann nicht dauernd nicht mehr holen, ne? Boah, Kapelle rücken, das geht ja nicht. So arbeiten jetzt sauber. Ist auch eingestellt, aktiviert. 160 Meter jetzt. Gut. Machen wir Allrad. Sieben und acht immer Kursplay, der sich hat dann angehalten. So, ich habe noch Cappuccino, weil ich um 4 trinken wollte. Jetzt habe ich auch schon 7. Nachdem mit Kuchen erledigt, mit Armbrot erledigt. Gab ein Stück Kuchen von der Köffezeit. So. Werden wir hier ein bisschen gucken, den werden wir gleich nach Hause fahren. Hier haben wir noch ein Feld, aber hier kann Weizen rein. Nacharbeiten. Das ist vorne, das ist nicht. Das war nicht vorgesehen. Ein bisschen haben wir also nacharbeiten, nicht viel, aber ein bisschen. Wird laut. Ein bisschen anpassen. Die Ecke vor allen Dingen sehe ich immer gleich. Und der nächste Ecke rückt auch. Das ist der einzige mit einem großen Flug, der noch ziehen kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier
Ja, da muss ich auch eingesät werden, ne? Hier kommt Weizen rein. Da haben mehrere kleine Felder mit Weizen. Und dann zwei mittlere Felder mit Gerste und ein großes mit Gerste. Das müsste ausreichend sein. Und die Hopfenfelder kommen dann dahin, wo die Maisfelder waren. Notfalls im Frühjahr die Aussaat. Müssen wir gucken hier. Hier ist es, glaube ich, mit Season. Bald Regen angesagt, aber das ist mir jetzt immer scheißegal. So. Zuckerrohr ist eigentlich normalerweise, naja, geht hier gar nicht, aber hier Rüben und so eigentlich im Frühling. Hopfen wäre hier auch im Frühling möglich. Ne, also hier im Frühling. Weiß nicht genau, ob das im Prinzip, ob das hier real auch so ist. Weiß ich nicht genau. Kennen wir den Hopfen nicht aus. Kann zwar mit Weizen drehen und mit Gerste, ja, aber Hopfen und so. Müsst ihr mal einen Bauern fragen, ne? Hier aus der Region, die kennen sich ja eher mit aus. Na, da hinten ist okay, ne? Denken wir, das ist nichts. Denken hier vorne den kleinen Streifen hier. Weil wir gerade hier vorne sind. Ansonsten ist da oben nichts zu sehen. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Wir sagen euch schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier auf dem Marsch. Tschüss.